Yamaha steigt ein ins Elektrobusiness und der Startschuss fällt mit dem Modell, dem neuen Neos. Ich war heute einen Tag damit in Amsterdam unterwegs und in diesem Video will ich euch verraten, was er kann, aber auch was er nicht kann. Also bleibt dran. Ja, eigentlich wäre es ja unfair zu sagen, dass Yamaha jetzt erst ins Elektrobusiness einsteigt, denn schon seit 1991 entwickelt man Elektrofahrzeuge, aber der neue Neos ist jetzt das erste Modell, das es in Großserie nach Europa schafft. Neos ist ja bereits ein bekannter Name, Leute, die Yamaha verfolgen, werden es bereits wissen. Seit 1997 wird das Modell bereits gebaut, zuerst als Zweitakter, dann als Viertakter, aber in dieser Zeit bis 2020 hat man es geschafft, 600.000 Einheiten zu verkaufen und deshalb hat man sich entschieden, das neue Elektromodell, das wird ein Neos. Und das erkennt man auch sofort, wenn man ihn ansieht. Die Optik ist natürlich neu, modern, komplette LED-Beleuchtung. Aber man kennt noch die Neos Heritage, zum Beispiel in den Scheinwerfern. Aber das Ganze wurde jetzt wirklich auf ein neues Level gehoben. Und zwar auf ein Level, das nach 2022 passt. Wenn wir uns den Roller so ein bisschen anschauen, mir fällt vor allem auf, und vor allem sehr gut fällt mir es auf, hier die Seitenverkleidungen komplett gummiert, auch die Trittbretter auf der Seite gummiert, damit, wenn er eben umfällt oder beim Auf- und Absteigen, dass er eben nicht zerkratzt, dass er länger schön bleibt und auch so die ganze Optik. Ich finde, das ist richtig schön gelungen, es ist ein klassischer Stadtroller. Wir haben den tiefen Durchstieg, eine Sitzhöhe von 795 mm und das ist einfach ein Konzept, das passt in die Stadt. Aber ich habe es ja bereits angesprochen, es ist ein Elektroroller, sprich wir haben keinen Verbrenner mehr, sondern wir haben die Yamaha Integrated Power Unit, nennt man das. Also im Endeffekt der Brushless Elektromotor, der an der Radnabe hinten sitzt. Er leistet 3,1 PS Nennleistung und eine Maximalleistung von 3,4 PS und ein gesamtes Drehmoment von 136 Newtonmeter bei 50 Umdrehungen. Klingt wild, aber im Endeffekt, wir haben hier noch immer einen 50-Kubik-Roller sozusagen, also man kann ihn mit dem Moped-Führerschein fahren oder mit dem B-Führerschein. Das heißt, es spricht sehr sanft an, es beschleunigt angenehm bis zur Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h und wir haben noch zwei Fahrmodis, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Elektromotorrad oder Elektroroller allgemein wissen wir brauchen eine Batterie, wir brauchen einen Akku. Dazu haben wir serienmäßig einen Lithium-Ionen-Akku verbaut, 1 Kilowattstunden an Leistung. Ist es nicht sonderlich viel und das merkt man auch in der Reichweite. Also mit einem Akku bekommen wir eine Reichweite zusammen von 37 Kilometer, mit dem zweiten Akku wären es dann 68 Kilometer, also knapp 70. Und will man den zweiten Akku dazu haben, da muss man ihn extra bestellen, kostet 1200 Euro. Aber ich muss sagen, ich würde euch den zweiten Akku empfehlen, denn diese Maximalreichweite von 37 Kilometer mit einem Akku, das ist wirklich unter Idealbedingungen bei 25 Grad. Wir hatten jetzt heute hier in Amsterdam ca. 9 Grad und da hat man schon gemerkt, der Akku hat umgeswitcht bei 25 Kilometer auf den zweiten. Das passiert dann absolut seamless. Man sieht da ein bisschen eine Lampe mit einer kleinen Schildkröte. Da merkt man, okay, der Akku wird schwach, aber dann switcht es rüber zum zweiten Akku. Ein Akku wiegt 8 Kilogramm, also man kann ihn entspannt rausnehmen und mit in die Wohnung laden. Man kann aber auch im Fahrzeug laden und da muss ich zum Ladesystem kommen. Das hat mich noch nicht ganz überzeugt bei Yamaha. Ich finde, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Wieso? Denn man kann im Fahrzeug laden, man hat da oben einen Stecker am Akku, kann man das Ladekabel anstecken. 0 bis 100% dauert 8 Stunden, 20 bis 80% dauert 4 Stunden. Aber wenn man zwei Akkus verbaut hat, kann man immer nur einen laden. Denn man hat ab Werk nur ein Ladegerät dabei. Wenn man ein zweites Ladegerät dazu haben, muss man nochmal ca. 150 Euro zahlen für das zweite Ladekabel. Sprich, wenn man den Neos in der Garage über Nacht laden will, muss man beide Akkus separat ausbauen, beide Akkus separat laden. Da würde ich mir wirklich wünschen für die Zukunft, dass Yamaha irgendwo einen Stecker integriert, der in den Roller geht, dass ich beide Akkus gleichzeitig laden kann. Das ist einfach ein Nutzerfeature, das haben andere Roller, das ist hier leider noch nicht verbaut, das stört mich wirklich sehr. Da muss man noch nacharbeiten. Hat man beide Akkus aber verbaut, ist die gute Nachricht, man kriegt immer noch einen Jethelm unter die Sitzbank.
Wenn nur ein Akku verbaut ist, hat man ganze 27 Liter Stauraum. Da passt sogar ein Vollvisier rein, haben wir heute probiert. Aber ist er immer ein klassischer Roller, er ist praktisch genug. Nur eben das Konzept aus Reichweite und Ladetechnik. Das entwickelt Yamaha selber, das ist gut, das ist schön. Aber da muss man auch ein bisschen nacharbeiten. In der Zukunft wird man aber noch umstellen, denn Yamaha, Piaggio, Honda und KTM arbeiten zusammen an einem Joint Venture, dass man Einheitsakkus hat. Sprich, man kann die Akkus rausnehmen, bei Ladestationen reingeben, frischen Akku rausgeben, reingeben. Da sind wir beim NIO noch nicht so weit. Das kommt jetzt in den nächsten 5 Jahren, wurde uns gesagt. Und dann, denke ich, hat das da wirklich eine Zukunft, dass man wirklich mobil ist, denn, sind wir uns ehrlich, mit 37 Kilometer Reichweite kommt man nicht so weit. Wir haben zwar 2 Fahrmodi, Standard und Eco, aber beim Eco-Modus, da war ich ein bisschen überrascht. Denn Reichweite im Standardmodus 37 Kilometer. Jetzt lasse ich euch mal raten, im Eco-Modus wird die Geschwindigkeit auf 35 km/h reduziert, die Beschleunigung ist langsamer, also ratet mal, wie viel Reichweite bekommen wir rein? Vielleicht 40 Kilometer, sogar 50 Kilometer vielleicht? Nein, 38,5. Als ich das gehört habe, da wurde ich ein bisschen stutzig, habe mir gedacht, was, 1,5 Kilometer kriege ich nur durch den Eco-Modus? Naja, ich habe da mit jemandem von Yamaha geredet und sie haben gemeint, naja, es kommt darauf an, sie müssen bei solchen Angaben immer sehr, sehr konservativ sein. Denn es kommt immer darauf an, wo man fährt, wie ist die Temperatur, wie sind die Bedingungen. Das ist dann nie dann gleich, ob das diese Reichweite erreicht wird oder nicht. Aber man hat auf jeden Fall einen Eco-Modus, wenn man ihn verwenden will. Ich persönlich würde euch sagen, braucht es nicht. Lasst im Standardmodus, kommt es circa genauso weit und ihr habt sie für einen vollen 45 km/h. Kommen wir jetzt aber zum Fahren, denn wir waren ja damit in Amsterdam unterwegs, eine wunderschöne Stadt, muss ich unbedingt mal wieder besuchen. Ich war schon überrascht, denn wir kennen viele so 50 Kubik Elektroroller, hauptsächlich aus China, und da ist die Qualität dann oft nicht so toll, das Plastik scheppert, das Fahrwerk ist nicht so toll, aber man merkt hier, man hat ein japanisches Produkt. Also einerseits bei Schlaglöchern, da klappert nichts, es ist wirklich solide verbaut, auch die Haptik von den Schaltern ist wirklich toll gelöst. Wir haben ein kompaktes LC-Display, das die ganze Information darstellt, ist jetzt nichts Besonderes, aber in der Klasse finde ich das voll okay, gut ablesbar, zeigt mir alles, was ich brauche. Und wirklich überrascht war ich beim Fahrwerk. Das stammt nämlich von Kayaba und das ist wirklich gut. Das ist ein gutes Fahrwerk in so einem kleinen Roller. Oft ist das hölzern, schlagt sofort durch. Aber dieses Fahrwerk, das federt, das dämpft, da merkt man, man hat was Hochwertiges an sich, man hat was Hochwertiges gekauft. Und da muss ich schon wirklich sagen, in der Stadt ist dann wirklich eine Freude zu fahren. Man ist ruhig unterwegs, an der Ampel hat man es auch schon ruhig, man hat keinerlei Hitzeentwicklung und es lässt sich eben wie ein klassischer 50 Kubik Roller fahren. Da merkt man halt wirklich die Yamaha Qualität, die passt. Will ich noch kurz zum Preis zu sprechen kommen. Ist natürlich immer unterschiedlich von Land zu Land, aber nicht unbedingt beim Preis, sondern bei der Förderung. Alle Preise blenden wir euch jetzt ein und dann will ich euch bitten, schaut, wie es bei euch ausschaut in den Bundesländern, in den Ländern mit den Förderungen. In Österreich zum Beispiel kostet der NIOS 3.599 Euro, aber es ist eine Förderung von bis zu 800 Euro möglich. Sprich, man rutscht wieder unter die 3.000 Euro mit einem Akku und dann wird das Ganze schon wieder attraktiver. Aber natürlich, um da jetzt zu einem Abschluss zu kommen, muss man sich überlegen, passt der in mein Konzept, passt der in meinen Alltag? Bin ich nur in der Stadt unterwegs, wofür ihn Yamaha konzipiert hat? Dann absolut. Dann reicht vielleicht sogar ein Akku, notfalls 2 Akkus und ich habe ca. 70 Kilometer Reichweite. Will ich jetzt auch viel Überland fahren, da sind wir dann vielleicht auch nicht so weit, beziehungsweise will man auch die Ladung sich überlegen, dass man dann doch beide Akkus ausbauen muss, einzeln anstecken muss. Da muss Yamaha noch nacharbeiten, aber grundsätzlich muss man sagen, ist es ein guter Startschuss von Yamaha. Ich hatte eine Freude, aber wie schon gesagt, Einzelheiten, da muss man noch nacharbeiten. Ja, so viel mal von mir zum Yamaha NIOS. Natürlich habe ich meine Route heute durch Amsterdam mit Kalimoto wieder mitgetrackt, dass, falls ihr auch mal nach Amsterdam kommt, die Route nachfahren könnt, wenn ihr wollt. Und den schriftlichen Testbericht findet ihr natürlich auf der Webseite, verlinke ich euch auch unten. Ja, schreibt es mir noch in die Kommentare, was ihr vom NIOS haltet. Wie schon gesagt, ich finde ihn toll, Kleinigkeiten muss man definitiv noch nacharbeiten. Aber sonst kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, bis bald, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Baba und Servus.